Zu so einem Termin komme ich natürlich gerne, selbstverständlich. Besuch aus Dresden. Der sächsische Staatsminister des Innern, Marcus Ulbig, besuchte heute Klingenthal. Seine erste Station war das Rathaus. Dort fand 9 Uhr ein Informationsgespräch zur Strukturreform Polizei 2020 Bereich Vogtland und zur Sicherheitslage Vogtland im Grenzraum und der Drogensituation statt. Wir müssen natürlich repressiv was machen, aber das ist bei dem Thema zu wenig. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Ulbig ist der Meinung, dass Prävention wichtiger sei denn je. Wir alle müssen etwas tun, dann hat auch die Polizei weniger Arbeit. Der Revierleiter des Polizeireviers Auerbach, Peter Ungetüm, schätzte die Gesamtsituation in Klingenthal positiv ein. Also wenn ich mal die Zahlen insgesamt betrachten tue, dann ist schon Klingenthal eigentlich ein Hort der Sicherheit. Also wenn man das mal von den Fallzahlen sieht, da ist eigentlich in Klingenthal hier nichts los, polizeilich nichts los. Ein weiteres Thema war die Personalsituation. Im Moment würden die Beamten in Sachsen und im Vogtland ausreichen. Künftig wird aber auch die Polizei dringend Nachwuchs suchen, so Ulbig. Im Anschluss an das Gespräch besuchte Marcus Ulbig die Vogtlandschanzen und den Wahlkampfstand von Sören Vogt in Klingenthal.